Was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Eine Unverschämtheit. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Gegen Türen laufen. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab, oder ich fange an zu schreien! Was? Mit was? Mit welchen... Frauen. Schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Ihr? Du musst ihr beweisen, dass sie was mit der Handtasche zu tun hat? Das, oh, das ist furchtbar, alles oder? Keinen das ist Sinn. Unglaublich furchtbar, dieser Dialog, ey. Wow. Wow. Ja, ich finde das auch witzig. Ich habe vorher auf Metacritic ein bisschen geguckt und ähnlich wie der erste Teil wurde das Spiel in Deutschland sehr gut bewertet, weil es ja auch ein deutsches Spiel. Aha. Aber international ist es voll krepiert von den Wertungen her. Naja. Und der erste war eigentlich noch ganz okay. Ich finde den auch, oder? Aber nee, auch der war international nicht, okay, gut bewertet. Der Sonnenschutz Adventures sind halt was eher sehr Deutsches, auch heute noch eigentlich. Ja, das Spiel ist super deutsch. Cool ist vielleicht etwas über... Mir ist gerade nicht... Okay, dann nehmen wir mal seine Sonne... Eine leere eine Tube. Eine leere Tube. Sonnencreme für besonders empfindliche Haut. Hi, Fall Crusader. Hallo. Hey, und danke. The Bits, oder? Nee. Ja. Ja. Ich kenne mich nicht aus. Mit Twitch. Twitch. Der Typ, ey, ich freue mich schon auf den Dialog mit dem, ey. Die Dialoge sind echt der Hammer. Der Hammer. Tja. Aber ich frage mich echt, was wir mit dem ganzen Zeug machen sollen. Außer... Ja, wir haben so viel gesammelt, außer oder? Außer das da, was wir irgendwie in das Outfit ein von Kostüm. Der Jordan umwandeln müssen. Ah ja, die Blumen und die Mütze kombinieren. Mach das mal. Ah ja, genau, das stimmt. Der Typ hat ja schon gesagt, er kann sich... An Hüten mögen Blumen vielleicht noch halbwegs erträglich sein... An Baseballmützen aber definitiv. Hast du eine Schere? Kannst du den Schirm von der Mütze abschneiden? Nee, ich habe keine Schere. Aber ich könnte. Nein. Zahnstocher mit Pool. Ich habe ja schon überlegt, wir müssen den Bademantel auch noch irgendwie rosa kriegen. Weil sie hat einen rosa Bademantel. Wahrscheinlich müssen wir den Bademantel zusammen mit den Blumen waschen oder so. Ja, genau, stimmt. Das geht ja. Reden wir erstmal mit ihm. Ja. Durchtrainiert, braun gebrannt und trotzdem so sexy wie 2 Pfund gehacktes. Sie ist wirklich nur am Trash-Talken. Wirklich. Jeder wird hier gedisst bei ihr. Gebody-chamed einfach nur. Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. Außerdem sieht der nicht sehr braun gebrannt aus. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Genau das gleiche hat zu alt für vorher auch geschrieben, Fallen Crusader. Aber fast exakt. Hallihallo. Es ist wirklich, also diese Dialoge sind schmerzhaft. Naja.
Also, wir haben eine leere Tube. Für was brauchen wir die denn bitte? Ja, der winzige Ring mit dem Käppi kombiniert. Nein. Es geht auch nicht. Warum denn nicht? Das ist wirklich komisch. Naja, egal. Wir können ja, also ich war jetzt mal draußen, wir können uns drinnen nochmal umsehen, ob da noch irgendwo unter Deck wir da irgendwas machen können. Also zumindest die Waschmaschine würde ich wirklich mal probieren. Ja, genau. Ich meine, sie hat einen lila Bademantel und einen Hut mit Blumen drauf und so. Ja. Das müssen wir nachbauen. Ich weiß noch nicht ganz, wofür wir die Socken brauchen, ehrlich genau. Ehrlich gesagt. Genau. Eine Sonnenbrille brauchen wir noch irgendwie. Sind die Socken rosa? Warte mal, ich gehe noch mal schnell hin. Wir müssen uns die noch mal genau anschauen. Also die Socke, die wir haben, meine ich jetzt vor allem. Ich muss eh mal gucken, was wir alles im Inventar haben. Genau. Okay, sie hat keine Socken an. Nee, ich meine nur, weil so eine rosa Socke gemeinsam mit irgendwas Weißem waschen ist doch der Klischee-Klassiker, dass sich Sachen verfärben. Oder eine rote Socke, besser gesagt. Ja, was ist eine rote Socke? Das ist eine rote Socke. Die heißt auch rote Socke. Dann waschen wir die rote Socke mit dem Bademantel. Ja, das machen wir aber jetzt auf jeden Fall. Aber wie wir das Käppi in den Hut verwandeln, da bin ich mir nicht sicher. Aber vielleicht finden wir unter Deck noch irgendwas, keine Ahnung, was dazu gehört. Okay. Weil hier oben war ja nichts weiter, unten war auch nichts, dann können wir nur wieder rein. Na dann. Oh, guck mal, wer da wieder ist. Aha. Ich kann noch nichts machen. Ah, gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mich dringend mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig. Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Ja, das ist so eine Frau, doch, die wenn Sie mich so schlimme fragen, Sachen erzählt. Darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht. Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Ich könnte wetten, er hat die Nummer 5. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Und die Jordan? Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. Okidoki. Na gut. Hier oben dürfte auch nichts mehr sein, was wir so wirklich benutzen können. Deswegen gehe ich jetzt runter. Ich finde das Spiel bis jetzt ein bisschen langweilig. Ich hoffe, jetzt passiert was Interessantes. Okay, jetzt wird spannend. Vielleicht, hoffentlich. Schau mal. Er scheint auf etwas zu warten. Auf uns. Hallo und guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Mein Name ist Feng Li. Sehr erfreut, Nina Kalenko. Warten Sie auf etwas? Ja, auf meine Wäsche. Hallo, Schneesi. Kommt ihr hier vorbei? Was? Ich meinte, verstehe ich nicht. Vermissen Sie jetzt auch Ihren Koffer? Nein, wieso sollte ich? Ich dachte, Sie warten auf Ihre Wäsche. Ja, aber was hat das mit meinem Koffer zu tun? Dieser Dialog. Fragen ständig mit Gegenfragen zu beantworten, bringt uns vermutlich beide nicht wirklich weiter. Wir sollten nochmal von vorne anfangen. Okay. Wäsche. Sie warten also auf Ihre Wäsche? Ja, schon seit Ewigkeiten. Wie lange dauert das noch?
Im Waschraum ist so eine Klingel an der Wand. Wenn die Ring macht, dann ist die Wäsche fertig. Ring? Oh, alles klar. Ach, ich verstehe schon. Wir müssen jetzt irgendwie die Klingel zum Klingeln bringen, damit wir die Waschmaschine benutzen können. Ja. Ich schließe dann mal mit den Worten des weisen Konfuzius. Der, der in Geduld sich üben kann, wird am Ende saubere Wäsche haben. Tja. Ach Gott. Ein Update. Ein Animal Crossing Update. Na, warum denn? Was denn? Vielleicht nur ein kleines Bugfix-Dingend. Ich habe irgendwas gelesen, dass es irgendeinen Bug gab durch das neue Update. Vielleicht. Soll ja auch mal bei Nintendo-Spielen vorkommen, ab und zu. Es zieht sich echt. Und diese Bildschirme, warum braucht er so lange, um das zu laden? Verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht. Stoff. Der war vorher noch nicht da. Ein Stück Stoff. Sauber und so gut wie neu. Ich weiß schon, was wir damit machen. Glaube ich. Ein Stück Stoff. Weil wir müssen jetzt mal ein bisschen kombinieren. Ich glaube nämlich, dass man den Stoff über die Mütze legt. Und dann den Ring drüber. Nee, verdammt. Der ist wirklich gar nicht so... Ich weiß wirklich nicht. Was mache ich jetzt damit? Ja. Ich rufe mal meine verborgenen Talente als Modedesigner. Moment, funktioniert das? Ja, es hat funktioniert. Aha, und das kombinieren wir jetzt mit dem Cappy. Warte mal, ich möchte... Oder mit dem Blumen. Das heißt, unfertiger Hut heißt es. Ja, schau. Im Cappy. Nee, nicht mit dem Cappy. Dann mit den Blumen. Mit den Blumen? Ja. So, jetzt ist der Hut zwar immer noch nicht wirklich schön, aber für ein berühmtes englisches Pferderennen wird's schon reichen. Ein berühmtes englisches Pferderennen? Verstehe ich nicht. Aber wir haben jetzt den Fake-Hut fertig. Wir brauchen das Cappy fertig? Gar nicht. Ey, brauchen wir das schon, Cappy wirklich? Ich glaube schon. Okay, na gut. Whatever. Jetzt brauchen wir noch den lila Bademantel. Ja. Dafür müssen wir die Klingel klingeln. Und wie geht die jetzt zu klingeln? Das muss die Klingel sein, von der dieser Feng Li auf dem Gang gesprochen hat. Ja. Die Klingel ist festgeschraubt. Können wir da nicht mit irgendwas gegenschlagen, bitte? Mit dem Flaschenöffner vielleicht. Ja, jetzt könnte durchaus der richtige Zeitpunkt sein, mal wieder was zu zerstören. Okay. Wir haben gerade den Flaschenöffner benutzt, um die Klingel abzuschrauben. Aber warum? Die habe ich von der Klingel im Waschsalon abmontiert. Okay. Ich verstehe gar nichts mehr. Also einen Hut haben wir jetzt schon. Immerhin. Das ist ein Anfang. Aber was sollen wir denn... Wie sollen wir jetzt die Klingel benutzen? Wirf die Marzipankugeln dagegen. Was ist eigentlich dieser Anker da? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ist das ein Flaschenöffner? Den habe ich gerade irgendwie benutzt, um die Klingel abzuschrauben. Na gut. Einfach nur so, eigentlich. Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Können wir die Klingel aus dem oberen Stockwerk holen? Ja, das habe ich auch schon gedacht, aber die war doch nicht mehr da. Ja, vielleicht ist die jetzt wieder da. Ich weiß ja auch nicht. Die Programmwahl scheint defekt zu sein. Na, super. Die Wäsche scheint fertig zu sein, aber offensichtlich schaltet die Maschine nicht automatisch ab. Na super. Und was ist jetzt da oben, wo die Klingel vorher war? Kann man da noch irgendwas interagieren damit? Sie klingelte nur einen Sommer. Hä? Verstehe ich nicht. Ist das irgendeine Referenz oder so? Zu irgendwas? Muss man die... Aber wenn die jetzt nicht aufhört, wie... Hä? Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber hast du jetzt die Klingel im Inventar? Ja, die habe ich im Inventar. Kannst du mit der irgendwie einfach klingeln? Nee. Okay, es ist Zeit für unser Zauberbuch. Ich hoffe, dass uns das hilft irgendwie. Ich bin auch dafür. Okay. Okay. Wir brauchen auch noch eine Sonnenbrille.
Wird man ihn ohne Klingel nicht Ach rufen so, können? Dann ist das ganz anders, als wir dachten. Dann brauchen wir die Klingel jetzt, um oben den Portier zu rufen. Aber mit denen haben wir doch schon gesprochen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Hä? Ich finde das so wirklich jetzt. Das sind wirklich komische Sachen. Oder? Voll Crusader, vielen Dank. Voll super nett von dir. Danke, wofür? Spende. Okay. Ah, jetzt sehe ich es da. Dankeschön. Dankeschön. Was wollte ich sagen? Hey, wirklich jetzt, der zweite startet echt lame, ey. Wie lange echt, sollen wir denn auf dem ja. Schiff jetzt noch irgendwie Blödsinn machen, bevor mal sowas wie ein Plot... Es gibt ja noch gar keine Handlung. Nix. Ja, nee, wirklich gar nichts. Außer, dass ein Typ umgebracht wurde und uns so Sachen geklaut wurden. Eben, es wird ein bisschen... Es wird angedeutet, dass es irgendwie um Weltuntergang und Klimawandel und so weiter geht und Sekten. Aber jetzt kommt mal echt hier in okay. ein bisschen... Also, hallo, Spiel. Da, wo die Klingel war, fehlt die komplette... Voll Crusader, nochmals danke. Das Glas wird gefüllt mit Einhorn-Pride-Herzchen. Cool. Okay, wir müssen das Ding Dankeschön. Da irgendwie aus Voll dem cool. Bolzen aus... Aber wie kriegen wir den da raus? Mit der CD. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber die hat ein Loch und der Bolzen ist ein Bolzen. Nee. Mit dem Flaschenöffner? Nee. Mit dem Poster? Nee. Ich verstehe es nicht. Eine leere Tube wird... Anders kannst du die Klingel nicht benutzen. Der selbstverliebte Typ am Pool hätte gern, dass ich ihm eine neue Tube Sonnencreme bringe, da diese leer ist. Ja, und wir haben vor, das zu tun, oder wie? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich glaube schon, dass wir den Bolzen irgendwie holen müssen. Und den dann in die Klingel rein und dann klingelt die. Ha. Aber wie kriegen wir den Bolzen aus der Wand? I do not understand. Schau mal, hast du schon probiert, einfach mal im Menü alles Mögliche mit allem, was du hast, zu kombinieren? Vielleicht wird was draus sein, das wir gar nicht denken. Geh einfach mal alles durch. Manchmal... Oh, wenn dieses blöde Menü ja, nicht Menü manchmal ist ein bisschen würde. Seltsam, ne? Come on, Menü. Come on, wirklich? Ist das denn ernst? Das war fast im ersten besser, dass man das permanente Menü hatte, oder? Und dann Ach, ist das auch noch... Es ist wirklich dämlich, ey. Nicht sehr komfortabel. Oh Gott, helft uns, Leute! Versuch mal, die Zahnstocher mit allem zu kombinieren. Mit den Marzipankugeln. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber vielleicht, das könnte... Irgendwas ergeben. Nee. Und im Hilfebuch steht sonst weiter nichts mehr, oder wie? Naja, das nächste ist schon für das nächste. Warte. Ach, das war im Vorgänger besser. Ja. Weil hier ist die Klingel doch auch noch extra abge... Und da ist Könnte doch so ein sicher, Bolzen-Ding, aber oder? Sein. Und man kann die Klingel jetzt nicht einfach da hinstellen, wo vorher die andere Klingel stand. Nee, das habe ich schon probiert. Ha, ohne Klingel kein Nicht rufen können. Portier. Ach, weißt du was, wo ist mein Tablet? Mein Akku ist leider fast leer. Ja. Aber ich versuche jetzt mal, ups, eine Lösung einfach, ein Guide. Ja, ich gehe noch mal runter währenddessen und guck mal noch in die anderen Räume. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder irgendwo ist was Neues. Das ist auch sowas. Nicht, dass wieder irgendwo was ist, was wir jetzt noch mal anklicken müssten, ja. weil wir weiter sind in der Story. Ja. Na. Dieses Wochenende wieder live werden. Wir sind doch live. Scheint keiner drin zu sein. Wie viel Lifer sollen wir denn noch werden? So. Walkthrough. Walkthrough. Kreuzfahrt. Koffersuche. Die Krankenstation. Oberdeck. Promi-Fotograf. Wäsche, Verkleidung. Das klingt richtig, oder? Mhm. Wäsche waschen und trocknen. Nee, das klingt nicht richtig. Das ist schon zu weit. Dann unterhalten wir Barkeeper. Naja, gut. Zickengespräch mit Frau Jordan. Ja, das hatten wir schon. Grimmiger Glatzkopf am Pool.
Ja, hatten wir auch Zurück schon. in die Rezession, Rezeption und Zurück in die begegne dem Rezession. Passagier aus Kabine 5. Was? P Na, das Kabine hatten 5? wir schon. Nee, nee. Ach so, ja, genau, der kommt dann Jetzt zu gehen uns wir und in die sagt. Waschküche, wo wir den Promi-Fotograf treffen. Ja. Flaschenöffner, bla bla bla. Jetzt kommt's. Außerdem nehmen wir uns noch den Stoff am Wäschekorb Habe ich. und füllen die leere Tube mit Seife. Okay. Ja, gut, okay, das könnte man machen, tatsächlich, ja. Dann sprechen wir erneut mit Herrn Lee. Dann nochmal mit ihm sprechen. Oh, ich hasse sowas. Okay, ja, wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Erstmal. Du brauchst nicht weiterlesen. Hör auf zu lesen. Ne, warte mal. Ich weiß nämlich nicht, was das bringen soll, aber meinetwegen, ne, machen wir das. Okay. Füllen wir das erstmal mit Seife. Naja, wir Ich geben könnte dich. diese Aktion jetzt böse Hey, Fallen kommentieren, Crusader, aber danke ich finde, wirklich fiese Ideen müssen nicht noch fürs kommentiert Abo werden. verschenken. Vielen Dank. Okay, wir müssen jetzt nochmal mit dem Typen reden, oder? Anscheinend müssen wir jetzt nochmal mit dem reden. Ehre. Okay. Die Ehre. Die Ehre. Mein Bein ist eingeschlafen, das Ja, auch noch. das. Mh. Ach, okay. Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Wie geht das hinein? Ja, man hilft selten, oder? Äußerst selten. Okay, Wäsche. Ah, vielleicht sagen wir ihm jetzt, dass die Dass das Klingel gar kaputt nicht. ist. Ja. Genau. Warten Sie immer noch auf die Wäsche? Ah, ist das dumm. Ja, das scheint heute ewig zu dauern. Wenn Sie auf das Klingeln warten, ist das auch kein Wunder. Wieso? Weil Sie dann sehr lange warten können. Wieso? Stimmt was nicht? Ich sage Ihnen, was nicht stimmt. Die Klingel ist kaputt. Das stimmt nicht. Oh, sie ist so bitchig drauf. Ist unglaublich. Ich sage ihm, was nicht stimmt. Die Klingel stimmt nicht. Wow. Ja, ich meine, das Sehen geht ja Sie? Die noch. Klingel ist kaputt. Ich hab's ja Ich vermute, die gesagt. Wäsche ist einfach noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig? Wann haben Sie die Maschine denn eingeschaltet? Vor 4 Stunden. Sie braucht halt heute etwas länger. Hören Sie, mein Freund, ich erkenne eine kaputte Klingel, wenn ich eine kaputte Klingel sehe. Und in eben diesem Moment sehe ich eine. Nein, nein, sie ist nicht kaputt. Die Wäsche ist nur noch nicht fertig. Noch nicht fertig? Nach 4 Stunden? Dieses Gespräch dreht sich im Ja, die Kreis. Wäsche war ja auch außergewöhnlich dreckig. Da fehlt die Glocke. Die Klingel kann gar nicht klingeln. Sie ist kaputt. Das ist wie ein Nö, nö, die Loriot. Wäsche braucht noch. Dialog. Sie funktioniert vermutlich nur dann, wenn die Wäsche auch wirklich fertig ist. Sie können auch noch tausend und eine Nacht hier verbringen. Sie hat das Zeitliche gesegnet. Diese Klingel ist nicht mehr. Das Sie hat ist ein aufgehört zu Loriot sein. Dialog. Sie ist abberufen worden und eingegangen zum Herrn. Das ist die seelenlose Hülle einer Klingel. Der Lebensodem ist aus ihr gewichen. Sie ruhe in ewigem Frieden. Sie Irgendwie hat erst den Schirm durchgedreht. zugemacht und zwitschert jetzt Halleluja auf ihrer himmlischen Wolke. Dies ist eine Ex-Klingel. Na gut, dann hole ich jetzt die Wäsche raus. Unglaublich. Das war echt weird. Entweder war das irgendeine Referenz oder Puh, Anspielung oder um hier so. eine freie Waschmaschine zu bekommen, Oder muss man sich wirklich den Mund fusselig reden. ich weiß nicht, was das gerade war. Oder Dadaismus. Na gut, okay, dann gehen wir aber wieder rein und machen hier gleich noch Genau, jetzt können wir Wäsche-Wasch-Action. endlich unsere Wäsche waschen. Genau. Aber wir brauchen, glaube ich, noch irgendwie eine Sonnenbrille, oder? Ja, Haben wir eine nicht. Sonnenbrille. Ah, vielleicht mit dem da Mit der irgendwas. CD irgendwie, aber das ist komisch. Aber ja, Ja. weil wer weiß. So. Vielleicht müssen wir. Ach nee. Eigentlich ist er relativ sauber, aber was soll's, kann ja nicht schaden. Und die rote Socke. Das klang gerade wie so ein Seitenhieb gegen die SPD. Etwas später. Etwas später. Das sollte reichen. Oh, die Socken färben tatsächlich immer noch. Was soll's? Weiße Bademäntel sind eh nicht mein Fall. Das war doch dein Ziel. Ja, aber das weiß sie noch nicht. Ach so.
Der ist schön geworden. Können wir jetzt den Hut und den Bademantel gleich... Der Raincoat-Killer-Bademantel. Nee, das müssen wir dann wahrscheinlich auf uns anwenden. Okay. Aber jetzt haben wir das zumindest schon mal. Dann hätten wir nämlich fast alles. Und hier unten... Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir müssen die Sonnencreme dem Typen zurückbringen und kriegen dann irgendwas von dem. Oder hast du schon vorgelesen? Nee. Na gut, dann ist ja... So. Verzeihung, ich muss das Mikrofon kurz verschieben, damit ich hier gemütlich slacken kann. Das ist ganz schön ungemütlich hier, finde ich. Auf Dauer? Das siehst du mal, was ich immer hier erleiden muss, über Stunden hinweg. Musst du halt mal einen ordentlichen Stuhl kaufen. Ich Knarzi gibt's ja eh noch. Das stimmt, aber der ist auch nicht ordentlich. Ja, der ist auch so niedrig vor allem, das ist blöd. So. Mein Gott, wie lange man sich durchklicken muss, einfach nur durch... Wirklich. Und es ist noch nicht mal wirklich losgegangen, das Spiel. Was ist denn jetzt also mit diesen... Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht bis jetzt. Jetzt warten wir mal ab. Vielleicht, ich hoffe, das eskaliert gleich alles und wird bescheuert. Wenn es nicht gleich ein UFO kommt und dieses Schiff entführt oder irgendwie sowas in der Art... Oder eine Riesenwelle. Ja, dann wird dieses Schiff zur Arche Noah. Genau. Alle, wenn nicht sofort die Menschheit ausstirbt und die auf dem Schiff sind, die letzten Überlebenden, dann bin ich echt enttäuscht. So. Hier ist ja deine Seife. Könnte übrigens sein, wenn das so Flüssigseife ist, dass die echt ätzend ist. Damit tue ich vor allem mir einen Gefallen. Er dreht sich dann endlich auf den Bauch und ich muss mir weder sein Gesicht ansehen, noch seine dämlichen Sprüche anhören. Oh, das ist prima, Schätzchen. Danke. Ach ja, Schatz. Wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie mir ja auch gleich noch den Rücken eincremen. Ich muss weg. Ach, er hatte eine... Ja, jetzt können wir seine Brille klauen. Die Brille ist down. Das war die schlimmste Gefahr, der ich in den letzten Jahren ausgesetzt war. Was? Okay, nehmen wir jetzt einfach die Sonnenbrille. Boah, ist die hässlich. Das hat sie doch zu irgendwas schon mal gesagt. Boah, ist das hässlich. Ah, wie auch immer. Auf jeden Fall verkleiden wir uns jetzt. Hallo? Ah, vielleicht müssen wir erst dafür sorgen, dass die andere da weggeht. Ich weiß es nicht. Hi, Bad Wolf. So. Diese ja, es geht. Ich werde gerade ein bisschen müde. Zugeben, dass sie meine Handtasche geklaut hat. Selbst wenn sie es war. Ich müsste es irgendwie beweisen können. Das Spiel kommt nicht so richtig in Schwung. Nee, es ist wirklich ein bisschen zäh. Aber... Kombinier mal Brille, Bademantel und Hut und dann zieh alles... Der Bademantel ist gerade klitschnass. Den würde ich sowieso nicht anziehen. Daran ändern auch die tollsten Accessoires nichts. Wie kriegen wir den trocken? Ha. Haben wir irgendwas... Gibt es irgendwo einen Ventilator oder eine Heizung oder irgendwie... Ah, den Dampf? Nee, Dampf in dem Fall nicht. Mehr ah, irgendwo war doch so ein Ventilator von der Klimaanlage. Ach, stimmt, ja genau, wo es warm rauskam. Genau. Auf dem Oberdeck. Aha. Ich meine, ich finde das Rätseldesign ehrlich gesagt nicht super blöd, das passt schon. Das war teilweise das geht, im ersten Teil blöder. Aber das Setting, in dem wir gerade sind, ist so belanglos. Und wir sind auf einem blöden Dialoge? Kreuzfahrtschiff und unser größtes Problem ist, dass irgendeine Frau behauptet hat, wir wären gegen eine Tür gelaufen. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, wohl eine Unverschämtheit. Das ist der Plot des Spiels aktuell. Aus dem Abluftgitter kommt so viel warme Luft, da dürfte der Bademantel bald trocken sein. So, trocken genug. Okay, können wir uns jetzt bitte umziehen? Ah, tatsächlich, man kann das alles kombinieren. So, jetzt ist meine Verkleidung Modell geschmacklose Tussi endlich komplett. Okay, so. Hält das jetzt nicht auf sie an? Können wir uns nicht anziehen? Nee. Was ich mache mit dem Mikrofon, ich verschieb's nur, weil ich die ganze Zeit mit meiner Lehne vom Stuhl hin und her wippe und mein Mikrofon die ganze Zeit nachjustieren muss.
Ha, ist der Chat so lang hinterher? Was, warum? Nee, eigentlich nicht. Weil da noch drüber geredet wird, wie wir den Bademantel trocknen. Nee, weil wir mit dem Flammenwerfer war der Vorschlag vorher, sollen wir benutzen. Ach so. Aber haben wir leider nicht. Hm. Nicht mal eine Dose und ein Feuerzeug oder so.